Habe ich das nicht gesagt? Heute scheint die Sonne. Gott sei Dank. Bestes Bild. Heute scheint die Sonne. Vorhin sah das ja noch ein bisschen anders aus. Als hätte den ganzen Tag heute geregnet, hätte man echt eine schöne Schlammschlacht hier gebaut. Dann hätte ich es aber auch verrissen mit der Wettervorhersage. Oha. Auf jeden Fall. Wer hat eigentlich gestern gesagt, dass heute die Sonne scheint? Ich? Du bist mit daneben gegangen. Wer hat eigentlich gestern behauptet, dass heute die Sonne scheint? Du! Ich? Du hast die ganze Woche behauptet, es scheint die Sonne. Oh. Am Wochenende ist ein bisschen Regen, hast du gesagt. Ich hab gesagt, das kriegen wir nicht bis Samstag. Hast du. Ah! Guten Morgen! Das ist schön verarscht. Was habe ich gemacht? Und verarscht. Ich hab euch verarscht? Das regnet ja! Wer hat denn gesagt, dass heute die Sonne scheint? Du! Du hast gesagt, es regnet nicht! Aber sollte jetzt eigentlich aufhören, oder? Ja, soll besser werden über den Tag. Heute stellen wir die Tower für die True Metal Stage auf. Auf der Black Metal Stage ist sogar schon das Dach drauf. Da werden jetzt die letzten Vorbereitungen getroffen und dann wird das Ding hochgefahren. Habe ich das nicht gesagt? Heute scheint die Sonne. Gott sei Dank. Sind wir schon mit dem Portal am Metalmarkt zugang? Ja. Ja, der Marco ist schon da drin, ja. Da gehe ich gleich mal hin. Und die Partystage ist schon im Baubeginn. Ja. Wir haben morgen letzten Krantag, deswegen werden wir heute so weit bauen, dass wir morgen noch die Masten setzen können bei der Partystage. Und dann sind wir wieder voll im Plan. So, ich gehe spazieren. Geh spazieren. Bisschen lauter? Nö. Ich bin ja eher der Wandertyp. Dann nimm dir was zu trinken mit und eine Festplatte und dann in diese Richtung 2 Kilometer. Da ist der Nils. Servus. Na? Ja. Auf und zu, rein und raus. Der Transporteur, der bringt's, gell? Du bist der Bringer. Die Show muss stattfinden, sagt der Max. Du machst nicht so lange. Du weißt doch, ich arbeite jeden Tag immer nur 9 Minuten, das kann man ja an den Filmen sehen. Das wird das Eingangsportal Höhe Metalmarkt. Da durch und dann geht's direkt Richtung Party Stage. Das ist Campground A und vis-à-vis ist Campground B. Huh? Semmel! Hallo Harry. Hallo Semmel, hallo Flo. Sehe ich euch, dann bin ich froh. Ja, sauber. Wir wollen zum Mittag. Willst du mit? Ja, Schürzel rein. Nee, ich muss da ein bisschen durch die Gegend laufen und mir die Neuerungen anschauen. Ja, was gibt's denn Neues auf diesem Platz? Ja, gerade vor, wenn du jetzt geradeaus guckst, da bauen wir ein neues Eingangsportal. Okay. 4? Ja, 50 Meter Durchlaufbreite. 4. Lass es euch schmecken. Ja, Mahlzeit, ne? Mahlzeit. Biergarten-Stage ist schon fast einsatzbereit. Der Biergarten selber, da sind die Garnituren schon da. Da muss noch ein bisschen aufgebaut werden. Unser Wasteland auf dem Wackinger. Und da gibt es sogar oben eine Bühne. Da werden einige Bands spielen. Hinter Gittern.
Das ist unser Boa Info Office direkt an der Hauptstraße. Guten Tag. Moin. Das ist einer von unseren Geldautomaten hier auf dem gesamten Gelände. Hier im Boa Info Office. Wahrscheinlich ist er noch leer, oder? Noch ist er leer, ja. Mit was für Karten kann man Geld abheben? Mit allen. Visa, mit Kreditkarten, mit EC-Karten, alles möglich. Guten Tag. Unser Boa Info Office. Hier kann man unter anderem auch sein Handy aufladen während des Festivals. Da, das Handy haben wir gerade aufgeladen von dem Herrn. Regina, hier werden auch die Sachen abgegeben, die auf dem Festivalgelände gefunden werden, ne? Ja, Fundsachen werden hier abgegeben. Also man glaubt gar nicht, was die Leute alles verlieren. Aber es ist auch wirklich unfassbar, was alles abgegeben wird. Also es geht gar nicht so viel verloren. Hier im Info-Office könnt ihr die Sachen, die ihr verloren habt, eventuell wieder abholen. Und ansonsten gehen die, glaube ich, nach dem Festival gehen die zum Amt nach Schenefeld, zum Fundbüro. Adresse findet man auf der Webseite wacken.com und da einfach mal gucken. Haben wir denn schicke neue Sachen dieses Jahr, Regina? Das ist ein Wacken-Shirt 2015. Das ist unser Spezialist. Das ist unser Spezialist. Spezialist. Das ist unser Spezialist für Rat und Tat. Michi. Infos, Verkauf, Seelsorge. Alles aus einer Person. Hier im Info-Office. Na klar. Direkt an der Hauptstraße. So ist es. Hier kommt man ja automatisch vorbei, wenn man das Gelände zu Fuß verlässt, Richtung Busparkplatz, da durchs Gate. Und dann kommt man Richtung, also linke Hand Richtung Info-Office, und wenn man ein bisschen weiterläuft, ist man schon im Dorf. Genau, immer den großen Wackenturm da. Genau da, wo der Wackenturm ist, seid ihr. Genau. Der große Wackentower. Wo ist mein Heißgetränk? Sabotage! Harry, möchtest du einen Cappuccino? Schwarz mit Zucker, bitte. Schwarz mit Zucker, so ein Cocktail. Das Heißgetränk. Theresa, ich glaub's ja nicht. Du hier. Ich war sie hier. Oh, wie geil. Wir gucken mal die. Das ist ja die Höhe. Echt. Ja, unfassbar. Steh schon seit 3 Tagen hier und warte auf dich. Und ich fahre jedes Mal durch Backen und immer sagt mein Vater, Mensch, Harry Wendt hat wieder ein neues Video, du musst nach Hause kaufen. Auf jeden Fall machen wir ein Foto zusammen, das wäre super. Oh ja, wir machen ein Foto zusammen. Das ist Theresa. Wieso seid ihr denn schon so früh hier? Ich arbeite dieses Jahr. Und nächste Woche könnte es ja sein, dass Stau kommt. Also durch die Anreise ab Montag, Dienstag, Mittwoch, dass wir hier vielleicht nicht so gut durchkommen. Wir haben ein hochintelligentes Verkehrsleitsystem. Ja, genau. Da will man eigentlich drauf vertrauen, aber... Kannst du? Ja, da will man drauf vertrauen. Ich vertraue. Ihr müsst einfach nur, wenn ihr das erste Wacken Open Air Straßenschild seht, also aus unserem Pool der Verkehrsschilder, so ein Vorwegweiser mit einem Boa-Zeichen drauf. Dann Navi ausschalten. Dann kommt ihr auf dem schnellsten Weg dahin, wo ihr hin wollt, nämlich aufs Festivalgelände. Ja. Wenn ihr aber eurem Navi folgt, dann kann es gut sein, dass ihr in die Irre geführt werdet geworden seid. Sagt der Max. Und du trinkst ein Heißgetränk, ich glaub's nicht. Michi, ich hau wieder ab, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Harry, wünsche ich dir auch, du. Bis demnächst. Tschüss. Tschüssi.